in den Schlachtfeldern ihre Kreise zogen. Als Morrigaine war sie die keltische Muttergöttin. Schrecklich und schön, todbringend und heilend zugleich und eng verbunden mit der Anderswelt. Legenden erzählen von versunkenen Inseln. Wie Gebilde aus Glas tauchen sie am Horizont auf. Sahen die Menschen eine Fata Morgana? Die heiligen Männer der Kelten, die Druiden, übernahmen die Weihestätten früherer Kulturen und nutzten sie für ihre eigenen Zeremonien. Die präzise Steinsetzung von Stonehenge mit exakten Messpunkten und Peillinien zeugt vom Wissen einer kundigen Priesterkaste. Schon vor 5000 Jahren begannen die ersten Arbeiten mit der Aufschüttung eines kreisrunden Erdwalls. 500 Jahre später folgte die Aufstellung der imposanten Megalithe. Jeweils drei Steingiganten entsprechen der Form eines U. Sahen die keltischen Druiden darin das Sinnbild ihrer Muttergöttin Morrigaine, ihr Zeichen für Fruchtbarkeit? Die mächtige Göttin des nordischen Olymp, Sinnbild für den ewigen Kreislauf des Lebens, von Tod und Wiedergeburt. Labyrinthe in Stein geritzt, drückten die Sehnsucht der Menschen nach Unsterblichkeit aus. Im Feuerschein wirken sie so lebendig, als sprängen sie aus ihrer Form, im Rhythmus des Herzschlags. Im ersten Jahrhundert nach Christus wird Britannien römische Provinz. Als enge Verbündete der Herren vom Tiber genießen die Kelten eine Sonderstellung. Sie müssen die alten Bräuche nicht aufgeben und selbst ihre Priester dürfen weiterwirken. So lebt der Glaube an ihre eigenen Götter weiter. Und Morrigaine wird hinübergerettet in die Sagenwelt als Fee Morgane. Die Kelten haben nicht nur die militärische Protektion, sondern auch die kulturellen Errungenschaften ihrer Besatzer schätzen gelernt. Doch das Ende Roms ist nicht aufzuhalten. Im 5. Jahrhundert zerfällt das Riesenreich. Plötzlich brach die jahrhundertealte Ordnung zusammen. Eine Welt ging unter, auch für die Kelten. Ohne Unterstützung durch römische Truppen sahen sie sich ihren Feinden ausgeliefert. Im Osten breiteten sich die Sachsen aus und zogen raubend und mordend durchs Land. Vom Westen und Norden griffen Iren und Pikten an. Der Stamm der Erhabenen stand auf verlorenem Posten. Die Dark Ages sind angebrochen. Das dunkle Zeitalter des 5. und 6. Jahrhunderts gleicht einem historischen Blackout in der Geschichte Britanniens. Wie nie zuvor sehnten die unglückseligen Kelten einen Helden herbei, der ihre Heimat vor der Übermacht der Feinde rettet. Und er kommt, in Gestalt König Arthurs. Erst 600 Jahre später wird seine Geschichte zum ersten Mal aufgeschrieben, komponiert aus spärlichen historischen Fakten und Motiven aus der keltischen Sagen- und Götterwelt. Sein abenteuerliches Leben beginnt in Tintagel. Auf der einsamen Burg vor der Nordküste Cornwalls wird Arthur geboren. Archäologen haben Siedlungsreste aus dem 5. Jahrhundert auf dem Inselfelsen freigelegt. Die schöne Fee Morgane soll der Überlieferung nach Arthurs Halbschwester gewesen sein und einst auf Tintagel gewohnt haben. Eine Gestalt aus der Anderswelt, eine Zauberin mit heilenden Händen, genauso wie die keltische Göttin Morrigaine. Die mythische Figur, so heißt es, war die betörendste von neun Feen auf der Trauminsel Avalon, dem Gefilde der Seligen. Von ihresgleichen auserwählt, um über die Taten ihres Halbbruders zu wachen. Noch muss der edle Jüngling ohnmächtig zuschauen, wie Horden von Sachsen sein Land verwüsten. Erst als der sagenumwobene Arthur zum König der Britannia gekrönt wird, wendet sich endlich das Blatt. Der neue Gebieter macht mobil. Er ruft zum Kampf auf. Überall im Land eint er die Ritter und formiert sie zu einer schlagkräftigen Truppe.
Das große Reiterheer sammelt sich im Lager. Der Feldzug gegen die Eindringlinge beginnt. Erfolgreich vertreibt der junge Herrscher seine Widersacher. Gut beraten vom Magier Merlin. Heldenhaft und unverwundbar durch das Zauberschwert Excalibur, das im Feenreich auf der Insel Avalon geschmiedet wurde. 12 Schlachten sollte Arthur für sich entscheiden. Die letzte am Mount Baden zwingt den Feind in die Knie. Der Eroberungsmarsch der Sachsen wird gestoppt. In den Jahren des Friedens baute Arthur eine mächtige Burg, das legendäre Camelot. Wo es lag, ist bis heute umstritten. Die wahrscheinlichste Theorie führt ins südenglische Cadbury. Ausgrabungen haben Reste einer Festung aus dem 5. Jahrhundert ans Licht gebracht. Breite Gräben und starke Schutzwälle umschlossen den Verteidigungsbau mit Eingang und Vorhof. Die Zeit der Muße am Hof beleben fantasievolle Geschichtenerzähler immer wieder mit neuen Motiven. In aller Munde die Tafelrunde, an der die edelsten Ritter des Landes teilnahmen. Dramatischer Höhepunkt bleibt die abenteuerliche Suche nach dem Heiligen Gral, ein Mythos. Bis vor die Tore Camelots reichten die Zeltlager der Ritter, wenn König Arthur zu farbenprächtigen Turnieren und Gelagen einlud. Wer bei Hofe bevorzugt wird, wen der König in den Ritterstand erhebt? Morgane beobachtet alles argwöhnisch. Sie spinnt Intrigen, jeder fürchtet sie. Ihr Image wandelt sich zur zwielichtigen Figur, verantwortlich für alles Unheil. Mal böse, mal gute Fee, verfolgt sie voller Sorge, wie ihr Halbbruder zwischen seinen Beratern, den christlichen und den heidnischen, hin und her gerissen ist. Je mehr er sich dem Christentum zuwendet, desto weniger kann ihn die eigene Götterwelt schützen. Ihm droht Gefahr. Er wird verwundbar. Wie andere große Sagenhelden erwartet auch Arthur ein Ende durch Verrat und Intrige. Sein Neffe Mordred versucht, die Macht an sich zu reißen. An einem kleinen Fluss in Cornwall stellt der König die Aufständischen. Nach erbittertem Kampf schlägt er seinen Gegner und tötet ihn. Dennoch kein Happy End, denn Arthur selbst wird schwer verwundet. Als der König auf dem Schlachtfeld mit dem Tod ringt, bittet er darum, sein Schwert Excalibur, die Quelle seiner Macht, dem Heiligen See zurückzugeben, damit es so für immer allen Sterblichen entzogen sei. Und es versinkt auf ewig in den Fluten. Seither haben sich immer wieder Schatzsucher auf den Weg gemacht, die geheimnisvolle Wunderwaffe zu finden. Zuletzt spielt die Fee Morgane ihre wichtigste Rolle. Sie ist wieder Heilerin. Und sie ist es, die den sterbenden Arthur auf die Insel Avalon, auf die Apfelinsel bringt. In die paradiesische Anderswelt, in der Leid und Gebrechen im Nu verfliegen. Für die Kelten gab es keine Trennung zwischen irdischen und jenseitigen Gefilden. In Höhlen und Seen lagen die Eingänge zum Reich der Verstorbenen. Oft genügte der Wind, der Nebel oder auch nur eine Wasserfläche. Und schon ging die eine in die andere Welt über. König Arthur kann jederzeit zu den Lebenden zurückkehren, sobald die Fee Morgane ihn gesund gepflegt hat und es zulässt. Das macht ihn zur mythischen Figur, zur Heilsgestalt. Die Anhöhe von Glastonbury soll Avalon gewesen sein. Die Kelten nannten sie Insel aus Glas, eine durchsichtige, geistige Sphäre.
Der Kulthügel sieht aus wie von Menschenhand geschaffen. Doch nur der uralte Weg, der sich spiralförmig um die Böschungen herum nach oben windet, ist künstlich angelegt. Vom Plateau reicht der Blick weit über die endlose Ebene. Eine ideale Landschaft für Luftspiegelungen. Heute sind die Seen und Sümpfe ausgetrocknet. Doch aus der einstigen Wasserfläche ragte der spitze Kegel wie eine Insel empor. In flimmernder Luft leicht als Vision vom Reich der Fee Morgane zu deuten. Oder, nach oben gespiegelt, sogar als Eingangstor zum Jenseits. Noch heute steigen die Keltenfans an bestimmten Tagen den zeremoniellen Weg zum alten Kultplatz hinauf. Sie folgen den Spuren von Priestern und Auserwählten einer längst vergangenen Gemeinschaft. Wie die Erdschlange, das Symbol für die Urmutter, schlingt sich die Spirale um den Berg in die Höhe. Die sieben Windungen stehen für die Erdkräfte, die von dem heiligen Ort ausgehen sollen. Die Geschichte von König Arthur und der Fee Morgane wird zum Bestseller des Mittelalters, zu einer höfischen Soap Opera, die sich schnell über Europa verbreitet. Eine Erfolgsstory, angereichert mit immer mehr Heldensagen und Feenlegenden und mit neuen Schauplätzen für Avalon. Der Märchenwald von Brocéliande im Westen Frankreichs, in der Bretagne, die sich noch immer das Land der Tafelrunde nennt. Auch hier sind die Taten der Fee noch lebendig, wenn auch verzerrt durch christliche Sichtweisen. Im Tal ohne Wiederkehr, der Felsen der falschen Liebhaber. Hier soll Morganes von Flammen umloderte Burg gestanden haben, hoch über einem Feenteich. Die Magie der Zauberfrau, so erzählen französische Legenden, schlug unzählige Männer in Bann. Männer, die ihren Frauen untreu waren. In kurzer Zeit lockte Morgane 353 Ritter auf die Festung und hielt die Galane gefangen, als Schutzherrin eines Minnereiches, das nicht durch Betrug entweiht werden durfte. War sie nicht einst auch die keltische Göttin der Schönheit und Liebe? In späteren Zeiten wandelt sich das strahlende Bild der Fee. Ihre Burg wird zur Liebesfalle und Morgane unersättlich in ihren Verführungen. Ritter, die ihr nicht zu Willen sind, betäubt sie mit einem Liebestrank und entführt die Wehrlosen zu orgiastischen Festgelagen ganz nach ihrer Lust und Laune. So stellen es mittelalterliche Buchmaler dar. In der kleinen Dorfkirche von Tréon-Rontec, nicht weit vom Tal ohne Wiederkehr, versuchte der zuständige Abbé vor 60 Jahren keltische Traditionen mit christlichen zu vereinen. Er ließ Bilder der Fee malen, von deutschen Gefangenen während des Zweiten Weltkriegs. Sie zeigen Morgane als Vollblutweib, in Gestalt der biblischen Sünderin Maria Magdalena. Eine Ausnahme. Der keltische Ursprung der Fee verbot den Christen eigentlich eine positive Darstellung der Figur. Eine heidnische Göttin durfte nur negative Züge tragen.